Herzlich willkommen in der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen in der Ausstellung Serien, Druckgrafik von Warhol bis Wool. Serien sind eine sehr moderne Spielart der Kunst. Das serielle Arbeiten beginnt ungefähr mit Claude Monet und seinen Heuballen und seinen verschiedenen Ansichten der Kathedrale von Rouen. Sie gehen weiter über Alexei Jawlenskis mystische Köpfe und serielle Arbeiten, die er in der zweiten Hälfte seines Lebens gemacht hat. Und sie enden nicht im amerikanischen Minimalismus, sondern führen wirklich bis heute, denn Serien sind eine Möglichkeit, künstlerische Gedanken aus verschiedenen Blickwinkeln zu tun. Und die Ausstellung ist tatsächlich eine Tour de force durch die Möglichkeiten serieller Betrachtung eines Gegenstandes oder einer Idee. Die Ausstellung ist auch eine durchaus musikalische Ausstellung, denn Farbe wird ja gerne mit Klang assoziiert und insofern ist diese Ausstellung auch ein Sinnerlebnis fürs Auge als auch für den inneren Ton. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen grafische Folgen von 1960 bis heute. Die Auswahl wirft jedoch nicht nur einen Blick auf die Highlights von der Pop-Art bis zur Gegenwart, sondern konzentriert sich auch auf die Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern mit Druckerinnen und Druckern und Verlagen. Serien sind Prozesse. Sie erzählen Geschichten, faszinieren durch Variationen und arbeiten mit dem Rhythmus. Uns interessieren diese Prozesse, die Entscheidungen und die Frage nach der Technik in der Druckgrafik. Und die Frage, was fasziniert Künstlerinnen heute noch am Thema der Serie? Rake's Progress von David Hockney ist ein sehr schönes Beispiel für eine erzählerische Form der Serie. Sie ist inspiriert von dem gleichnamigen Zyklus von William Hogarth und erzählt den Aufstieg und Fall des Tom Rakewell, der seine Erbschaft sinnlos verprasst und schließlich im Irrenhaus Bedlam landet. David Hockney verlegt die Geschichte in die USA der 1960er Jahre. Er war dort auf seiner ersten USA-Reise 1961 und hat hier ein ganz klassisches Erzählmodell gewählt mit Anfang und Ende und taucht als Hauptfigur des Rakes auch immer wieder als Profilfigur auf. Ganz schön sind auch die Aquatinterflächen in Rot und Schwarz, die immer wieder als Erzählmoment in der Wiederholung auftauchen. Mit der Serie der Marilyn-Porträts hat Andy Warhol Mitte der 60er Jahre die serielle Wiederholung zu seinem Markenzeichen gemacht. Ganz besonders gut sieht man das bei dieser Porträtfolge von 10 Bildern. Warhol hatte als ehemaliger Werbegrafiker ein unglaublich gutes Gespür für den richtigen Bildausschnitt. Er zoomte das Porträt der Marilyn heran, so dass der Besucher direkt sie angucken konnte. Für die Technik nutzte er den Siebdruck, der besonders günstig für starke Farben und plastische Wirkung eigentlich war. Das sieht man hier sehr gut. Er legte mehrere Siebdruckfarben übereinander, verschob sie leicht, sodass durch die Verwischung der Farben das Gesicht des Stars noch lasziver wirkte. Was charakterisiert Serien? Die Serie ist ein offenes System und besteht aus Wiederholungen und Variationen. Dieses Thema war besonders interessant für die serielle Kunst wie Minimal, Pop Art und Conceptual Art. Aber hat auch Philosophen wie Umberto Eco und Gilles Deleuze fasziniert. Besonders die Druckgrafik ist interessant für das Serielle durch den Wiederholungsprozess im Druck.
Die technischen Mittel der Druckgrafik bieten eine Bandbreite an Experimentiermöglichkeiten, so auch die Serie von Stefan Marx, I Remember the Happiest Day of My Life von 2019, die in der Hanssiebdruckerei in Berlin entstanden ist. Bei den Arbeiten interessiert mich der Farbauftrag des Siebdrucks. Also die Arbeiten sind in einer speziellen Monotopie-Technik entstanden. Ich benutze ein Siebdrucksieb als Farbträger. Ich flute das mit, in diesem Fall, schwarzer Farbe. Ich umrande die, ich drücke oder zeichne die Farbe mit verschiedenen Tools aus dem Sieb heraus. Aus diesem Prozess ergibt sich eine Serie letztendlich. Man hat das Positiv, man hat das Negativ und man hat den Ghost, bei dem wirklich die letzte Farbe aus dem Sieb gezeichnet wird. Das Format ist ein sehr spezielles. Das ist in dem Falle 166 cm mal 128 cm. Sehr groß. Man arbeitet in der Horizontalen. Man geht um den Tisch herum. Ich arbeite von allen Seiten. Man ist spontan. Man muss gegen die Zeit arbeiten. Die Farbe trocknet schnell an im Sieb. Und Fehler entstehen. Fehler werden eingebaut. Man hat eine gewisse spontane Ebene beim Bildermachen. Und ganz viele Aspekte, die ich liebe, kommen dort zusammen. Mit der Grafikvereinigung Griffelkunst in Hamburg verbindet die Hamburger Kunsthalle eine langjährige Partnerschaft. Zahlreiche Serien sind Teil der Ausstellung. Ein besonders interessantes Beispiel ist die Serie von Jenny Holzer aus dem Jahre 2012. Die Griffelkunst ist ein Kunstverein, aber kein gewöhnlicher Kunstverein, sondern ein Verein, der über die Vermittlung von Originalgrafik funktioniert. Das heißt, wir versuchen unseren Mitgliedern bundesweit aktuelle künstlerische Positionen vorzustellen, indem wir zweimal im Jahr Künstler einladen, für uns Editionen zu entwickeln, die wir dann in einzelnen Ortsgruppen sozusagen von Helgoland bis zum Bodensee vorstellen. Wir sind nicht gewinnorientiert und haben einen Anspruch der demokratischen Kunstvermittlung und Kunstverbreitung. Mit der Hamburger Kunsthalle sind wir seit den 20er Jahren, also seit unserer Gründung, eng verbunden. Unser Gründungsvater Johannes Böse war ein großer Anhänger von Alfred Lichtwarck, dem Gründer der Hamburger Kunsthalle. Und wir sind sozusagen vom ersten Tag an irgendwie Kooperationspartner auf eine gewisse Art und Weise. Und freuen uns von daher eigentlich auch besonders, dass uns Petra Röttig zu der aktuellen Ausstellung über Serien von Warhol bis Wuhl eingeladen hat. Jenny Holzer haben wir 2012 eingeladen, für uns eine Edition zu machen. Und sie hat direkt eingewilligt, weil diese demokratische Idee unserer Kunstvermittlung ihr absolut zugesagt hat. Und sie hat 6 Motive ausgewählt, die auf Originaldokumenten des CIA basieren, in denen es um die Foltertechnik des Waterboarding geht. Und diese Waterboarding-Dokumente zieht sie hoch zu Druckgrafiken, wobei sie diese Blätter nicht klassisch bedruckt, sondern mit dem Berliner Papierschöpfer Gangloff Ulrich praktisch die Motive aus dem Papierschöpfprozess heraus entwickelt. Ich bin Papiermacher, das heißt, ich schöpfe Papier von Hand. Zu meinen Kunden gehören Restauratoren, Künstler, Drucker, Buchbinder, Designer, Architekten, Fotografen und das natürlich weltweit. Ich sage immer, Papier hat den Charakter. Und das merkt man an einem Produkt, ob da noch was mitschwingt. In Ausweisdokumenten, in Urteilen, in Gerichtspapieren. Papier kann über Leben und Tod entscheiden. Papier wird zum Träger von Emotionen, denke ich an einen Liebesbrief. Das Papiermachen ist was Ganzheitliches, so wie jedes Handwerk. Und schön ist, wenn das Ganze dann in Fluss kommt. Dann verliert man sich da drin und kann einen Bogen nach dem anderen schöpfen. Setzt natürlich voraus, der Rohstoff, die Rezeptur, die Schöpfform, alles stimmt, alles passt. Und dann ist es toll.
Petra Schulz hat den Druck im Grunde nochmal neu erfunden. Die hat alles Tradierte abgelegt. Wir haben ja nicht einen herkömmlichen Druckstock gehabt, sondern da hat sie Isomatten genommen, hat darin reingeritzt, hat diese Isomatten verletzt. Mit einer Papprolle haben wir das dann abgedrückt. So eine Kollaboration, muss man sich vorstellen, zwischen Künstler und Künstlerdrucker. Das ist so eine geistig-performative Zusammenarbeit für die Visualisierung der Intention eines Künstlers. Das ist vielleicht anders beim herkömmlichen Printmaking. Da kommt der Künstler, hat seine Idee schon so im Koffer oder im Kopf oder auf der Platte. Der kreative Prozess ist im Grunde schon weitestgehend beim Künstler abgeschlossen und das Drucken ist nochmal ein separater Prozess. Beim Collaborative Printmaking ist es so, dass es dann eben wirklich so ein gemeinsamer Prozess ist, auch beim Drucken. Der kreative Prozess und das Drucken, das ist nicht getrennt. Ein spannender Punkt bei Bruce Norman ist sicherlich seine Experimentierfreude. Genau das kann er in der Serie der Studies for Holograms ausprobieren und für uns sichtbar machen. Wir sehen ihn, wie er auf den ersten Blick absurd erscheinende Gesten ausführt, eine Mimik uns zeigt, die irritiert. Aber darum geht es Bruce Norman. Er möchte ausprobieren, provozieren, herausfordern, sich, seinen Körper und uns in der Betrachtung. Und genau das können wir auf eine sehr unmittelbare, intensive Art und Weise auch an diesen 5 Blättern nachvollziehen. Josef Albers Homage to the Square, zu Deutsch Huldigung an das Quadrat, ist ein Meilenstein serieller Arbeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Hamburger Kunsthalle hat diese Werkserie von 12 Siebdrucken bereits 3 Jahre nach ihrer Entstehung 1965 für die druckgrafische Sammlung des Hauses erworben. 1950 hat Josef Albers begonnen, sich der geometrischen Grundform des Quadrates zu widmen. Tatsächlich geht es in Homage to the Square allerdings nicht nur um das titelgebende Quadrat. Entscheidend ist für Albers vor allem auch die relative Natur der Farbe gewesen. Er hat systematisch die Wechselwirkungen von Farben sowohl untersucht als auch dokumentiert. Und hierbei war gerade die immer gleichbleibende Form des Quadrates entscheidend. Farben und die Anordnung der sie umgebenden Flächen haben Einfluss aufeinander, sie verändern sich. Hierzu müsste man vor allem einen Blick werfen auf die Quadrate. Albers hat die sorgfältig und präzise komponierten Quadrate niemals mittig positioniert, sondern sie sind immer versetzt nach unten. Und das führt dazu, dass die Werke sowohl Räumlichkeit als auch Bewegung erhalten. Die Quadrate, und man sieht es hier gerade in der gesamten präsentierten Werkserie wunderbar, die Quadrate scheinen sich zu bewegen. Sie scheinen sich zu gruppieren, zu vereinzeln, sich vor und hintereinander zu schieben. Frau Röttig hat uns berichtet von ihrem Vorhaben, eine Ausstellung zur Serie zu machen, wie Künstler seriell arbeiten. Und das ist außerordentlich spannend, wie Künstler mit bestimmten Themenstellungen umgehen, wie sie das umsetzen und immer wieder variieren, wie sie experimentieren. Das ist außerordentlich spannend. Und das können wir jetzt hier in der Kunsthalle erleben. Und was ganz toll ist, wir können endlich mal die Schätze des Kupferstichkabinetts hier erleben. Ausstellung und Katalog entstanden mit großzügiger Unterstützung der Freunde der Kunsthalle und der Deutschen Bank. Ganz besonders danken wir der Kooperation der Griffelkunst und Ina Jessen und den Studierenden vom Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg. Unser großer Dank gilt vor allen Dingen dem Team der Hamburger Kunsthalle und den Kolleginnen und Kollegen vom Kupferstichkabinett. Die Arbeiten von Christopher Wuhl gehören zu den jüngsten Erwerbungen der Sammlung. Mit diesen Siebdrucken beenden wir diesen Ausstellungseinblick der Ausstellung Serien Druckgrafik von Warhol bis Wuhl.